meinem Hintergrund entnehmen könnt, ist der kleine Stadtstreicher wieder mal bei den Tieren gelandet. Genauer gesagt im Terra Aqua Zoo Schmieding, einem der schönsten Zoos Österreichs. Tja, so ein Sekretär hat's manchmal schwer. Der hier ist offensichtlich einfach K.O. Warum dieser Vogel Sekretär heißt? Fragen Sie einen Biologen oder Zoologen. Gibt's da vielleicht irgendwas umsonst, dass sich alle so drängeln? Tja, und ob das jetzt klassische Zootiere des Zoos Schmieding sind, werden wir gleich merken. Oder wie lange sie noch überleben werden. Aha, sie dienen den Erdmännchen als Futter. Und die, wenn wir genau hinhören, die grunzen ganz ordentlich beim Essen. Und diese große und diese junge Giraffe, die warten offensichtlich schon auf etwas. Nun, der kleine Stadtstreicher, Aug in Aug mit einem Giraffenbullen. Coole Sache, was? Ja, der will natürlich Blätter. Ja, der will nicht Holzstäbe, der will Blätter. Lässt dich du streicheln auch? Geht das? Jawohl. Also, all das gibt's im Zoo Schmieding. Darf jeder Besucher. Gute Taktik, was? Schwupp. Und alle Blätter sind unten. Jawohl. Cooler Typ. Ja, nicht ganz so hoch wie der Bulle ist natürlich das junge Giraffenkalb. Aber auch dem schmeckt's ganz gut. Nur hätte gerne Blätter. Nachschub ist im Anmarsch. Mahlzeit. Dieserjenige hier ist ein Mandschurenkranich und zeichnet sich durch seine schwarz-weiße Färbung aus. Und natürlich auch durch Gelenkigkeit. Steht übrigens auf einem Bein da, der Bursche. Auch weiß-schwarz, aber beileibe kein Mandschurenkranich. Ganz einfach, Meister Adebar gibt es auch im Zoo Schmieding, unseren Weißstorch. Ja, von überflüssiger Bewegung halten diese Sitatunga-Antilopen im Zoo Schmieding relativ wenig. Ohren wacheln, Schwänze wedeln, klar, um die Fliegen ein bisschen zu verscheuchen. Und wer reckt seinen wunderschönen Kopf hier in die Höhe? Ein Kronenkranich. Name, warum, ist wohl klar. Die Frage ist, warum denkt man gerade bei diesen weißen Vögeln immer wieder an Tinte? Jedes Schulkind kennt die Antwort. Pelikan, Tintenpatronen. Ja, und von den weißen Vögeln zu den rosa Vögeln, die ihre Farbe übrigens durch die Nahrung, nämlich in Form von besonderen Algen beziehen, die Flamingos. Ein Wasserschwein, so ganz allein, das kann sein Ernst ja doch nicht sein. Wie wird dieses Rüsseltier wohl heißen? Schaut euch mal die Ohren an. Schaut doch aus wie ein Pinsel. Also ergibt sich daraus ein Pinselohrschwein. Irgendwie eine coole Socke, dieses Tier, oder? Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Naja, mit dem Geschrei habe ich ihn jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgeschreckt, den Rhinoceros-Hornvogel. Schau mir in die Augen, Kleiner. Und wo fühlen sich Tapire im Hochsommer am wohlsten? Logo, im Wasser, weil da ist es am
kühlsten. Übrigens gibt's bei den Tapiren Nachwuchs, wie man hier sieht. Und auch Tapirbabys haben Tarnfarben. Ja, und während wir hier eine Tapirfütterung live miterleben, habe ich ein paar Fragen an die Daniela. Ich arbeite schon seit 18 Jahren in Schmieding. Es ist ein Traumjob. Was man eben auch sieht, da, wenn man den nahen Kontakt zu den Tieren hat. Es ist sehr viel andere Arbeit auch dabei, aber das sind halt dann so die Highlights, wenn man merkt, man kann es füttern, sie kommen zu, sie bauen ein Vertrauen zu einem auf, das ist schon sehr klasse. Tierpfleger ist nicht so ein Beruf, sondern eher eine Berufung. Also es ist kein Semi-Vierer-Job, das ist das Interessante dran. Man muss oft einmal länger da, aber dafür geben einem die Tiere voll viel zurück. Das war's da einfach. Im Hintergrund haben wir zwei Geparde. Die halten auch nicht viel davon, jetzt in der Sonne herumzulaufen. Geparde, Katzen, früher auch Haustiere. Würdest du dich trauen, da hineinzugehen? Nein, also das geht einfach nicht, weil sie haben trotzdem einen Jagdinstinkt. Wir haben jetzt drei Geparde da. Der dritte sitzt oben am Felsen oder ist gerade unterwegs. Und es sind einfach Raubtiere. Man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass dann was passieren könnte. Und Sicherheit in menschlicher Obhut steht immer oben auf. Magst du wilde Tiere generell? Ja, ich mag alle Tiere generell. Also ich bin da nicht so ganz gebunden. Ich habe selber auch eine Katze zu Hause. Aber es ist einfach, das natürliche Wesen von einer ist schon sehr interessant, wenn man es beobachten kann. Also Tierpfleger, dein Traumberuf? Ja, das ist mein absoluter Traumberuf. Ja, wer kommt denn da? Tick, Trick und Track quasi. Genau so ist es. Heiß, also nichts mit 120 km/h durch die Gegend flitzen. Dieser Zeitgenosse hat offensichtlich einen Helm. Wie könnte er heißen? Naja, ich helfe mit. Helm Kasuar. Und er ist ein flugunfähiger Laufvogel. Ein Nashorn blieb nicht gern allein. Darum lud es sich die Freunde ein. Und wenn man sich dieses gemächliche Tempo ansieht, sollte man kaum glauben, dass Nashörner glatt die Geschwindigkeit erreichen, die ein Auto in der Stadt fahren darf. Also 50 bis eigentlich sogar mehr 60 km/h. Und einem gereizten Nashorn in dieser Geschwindigkeit über den Weg zu laufen, das würde ich nun mal niemandem raten. Und hier haben wir den Zebranachwuchs des Zoos Schmieding. Schneeeule ohne Augen? Nein, sie hat ja doch. Obwohl sie sie eher selten braucht, weil Eulen ja bekanntlich nicht so gut sehen. Was macht ein sibirischer Tiger, wenn es heiß ist? Schlafen. Wir haben es gehört im Hintergrund und es ist völlig richtig. Wenn jetzt jemand behauptet, diese Tiere hätten den starren Blick, das täuscht. Es sind Waris hier im Zoo in Schmieding. Und die sind Halbaffen, so wie die Lemuren. Also neugierig sind die auf jeden Fall. Männchen machen keiner, der Präriehund. Und das perfekt. Zu dumm, Mami, jetzt bin ich schon zu groß, um noch in den Beutel reinzukriechen. Kängurus können sich auf vier Beinen fortbewegen. Oder auch auf zwei. Wenn so viele Kängurus so schnell herbeihüpfen, dann gibt's was Gutes. In diesem Falle Salat. Da gibt's ein Gedränge.
Hoppla, da kommt Nachschub. Und hier gibt es einen Überblick über die Wasservogelwelt. Der ganz vorne hier ist zum Beispiel ein Ibis, und zwar ein heiliger Ibis aus dem alten Ägypten quasi. Dann haben wir dahinter, leicht im Schatten, einen sogenannten Strohhals-Ibis. Da läuft uns doch glatt ein flatternder Sichler durchs Bild. Und den gibt es übrigens auch in Rot. Ein Grau- oder Silberreiher. Ach, hol's der Geier. Nein, natürlich nicht, das ist ein Seeadler. Genauer gesagt ein Riesenseeadler. Der Kakadu, der macht heute Nacht kein Auge zu. Hat wohl noch nie eine Videokamera so nahe vor sich gehabt. Jetzt kommt auch Nummer 2 und wird neugierig. So, meine Lieben, Schwimmflossen anlegen und ab in die Lagune oder in die Tiefsee oder was auch immer. Auf jeden Fall unter Wasser. Ja, und er braucht im Aquazoo Schmieding keine Angst zu haben, als Krokolederhandtasche zu enden. Und was hier wie vertrocknete Blätter aussieht, sind australische Gespenstschrecken. Gott sei Dank habe ich zwischen ihr und mir ein Glas. Das ist nämlich eine Vogelspinne. Und diese übrigens auch. Eine mexikanische sogar. Ja, und zum Abschluss dieser Stadtstreicherfolge über den Zoo Schmieding darf ich vorstellen, der jüngste Bewohner des Zoos Schmieding. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Die Geburt verlief zwar gut, aber die Gorillamutter Kibibi war durch die Geburt dann so geschwächt, dass sie nach einigen Stunden die Betreuung des Babys aufgab und es schreiend neben sich liegen ließ. Zum Glück griff das Zooteam ein und übernahm vorübergehend die Betreuung des Kleinen. Als sich die Mama erholt hatte, wurde das Baby wieder zurückgegeben und Mutter und Baby sind jetzt wieder vereint.